So, guten Tag, Kollegen. Ich war diese Woche natürlich auch mal wieder schön trainieren, aber hat nicht ganz so viel aufgenommen. Also ich habe diese Woche mich wieder steigern können. Beim Kreuzheben habe 220 Kilo für 5 Wiederholungen gemacht, nur leider hat die Kamera ein wenig versagt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das ja so, ich weiß auch nicht, wie man das ausstellen kann. Ich habe gehört, man kann das ausstellen, aber bei der Canon, die hat manchmal so einen Fehler, dass die einfach so die Aufnahmen stoppt, obwohl überhaupt kein Problem da ist. Also sozusagen, also Akku ist voll, Speicherkarte ist voll und so weiter, aber und die nimmt die ersten Sekunden auf und dann blub, ist einfach weg. Und naja, deswegen schade, habe ich heute kein Video davon. Ich mache ja immer nur einen Satz, also ich habe auch keinen zweiten Satz gemacht. Hoffentlich schaffe ich nächste Woche dann 225 Kilo für 5 Wiederholungen. So, dann habe ich danach Overhead Press gemacht mit 65 Kilo. Und ja, für 5 Wiederholungen. Und ich glaube auch 5 Sätze oder so. Da Overhead Press versuche ich auch noch irgendwie mit reinzubekommen, aber ist halt nicht so der enorme Fokus drauf. So, dann Tag darauf habe ich Bankdrücken gemacht. Bin jetzt sozusagen wieder bei den Gewichten angekommen, bei denen ich bei dem Smolov Endcycle war. Und ja, das waren dann halt 130 Kilo für 4 Wiederholungen. Bankdrücken versuche ich immer 4 Sätze zu machen. Vielleicht erhöhe ich das noch ein bisschen, aber das ist erstmal noch okay. Also Bankdrücken 4 Sätze, 4 Wiederholungen, 130 Kilo. Und danach dann Kniebeugen, 5 Wiederholungen, 165 Kilo für 3 Sätze. Ja. Muss ich aber erstmal überlegen, was ich da überhaupt mache. Aber ja, also ich mache Bankdrücken 4 Sätze, Kniebeugen mache ich 3 Sätze und auch Kniebeugen prinzipiell ein bisschen intensiver als Bankdrücken. Und also deswegen halt Bankdrücken mehr Sätze, Kniebeugen intensiver. Und dann wiederum am Tag darauf habe ich auch Bankdrücken gemacht. Das habe ich nur leider wieder gefailt aufzunehmen. Das wären dann 137 Kilo für 3 Wiederholungen gewesen. Schade, ich versuche jetzt diese Woche besser aufzunehmen. Und danach Kniebeugen 175 Kilo für 3 Wiederholungen. Und da muss ich wirklich sagen, das ging einfach. Also da war ich extremst überrascht. Hat mich voll gefreut so, wie stabil das ging. Hab das wunderbar aus mehreren Winkeln aufgenommen. Und ja, also ich denke, Kniebeugen gehen jetzt auch voran. Aber ich werde trotzdem mich weiterhin nur um 2,5 Kilo steigern, denke ich. Weil man will jetzt auch nicht den Fehler machen, dann zu schnell steigern und dann sofort wieder gegen eine Wand rennen und sich übertrainieren und so weiter. Gerade wenn man halt beim Kniebeugen deutlichere, höheres Volumen hat. Beim Kreuzheben geht es ja schon eher, weil da hat man nur einen Satz und da kommt man ja eh ins Übertraining, dann schafft man es halt nicht und dann ist halt gut. Aber wenn ich halt bei Kniebeugen viermal die Woche mit Intensitäten trainiere, die viel zu hoch sind, dann ist das natürlich nicht so gut. Deswegen immer sachte, langsam steigern, aber die 175 Kilo mal 3, die gingen noch richtig easy und das freut mich und mal sehen, wie es die nächste Woche weitergeht.